Ich habe gerade eben den Oberbürgermeister Dresdens, Dirk Hilbert, verklagt. Nicht ich alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Max Aschenbach von Die Partei, Johannes Lichti von Grünen und Vinzenz Dreves von der SPD. Nun ja, warum haben wir das gemacht? Es ist eine lustige Geschichte, die aber einen ultra ernsten Kern hat. Ja, so ist er, der Herr Schulte-Wissermann. Ein wahnsinniger Intelligenzbolzen. Er will den Oberbürgermeister verklagen, weil eine Auszählung im Stadtrat seiner Meinung nach nicht richtig gelaufen ist. Ich gebe dem Herrn Martin Schulte-Wissermann mal einen ganz kleinen Tipp. Es gibt eine Geschäftsordnung. Und da lesen wir ja, was für Anträge zur Geschäftsordnung es gibt. Wir wandern nach unten. Antrag auf Wiederholung der Abstimmung. Das ist in der Vergangenheit schon öfter passiert. Der Herr Schulte-Wissermann hat es nicht in der Sitzung beantragt. Und zwar war die Sitzung im April, Mai, Juni, Juli, August, vor 4 Monaten. Nach 4 Monaten kommt der Herr Schulte-Wissermann mit Grünen, Linken, SPD und dem Herrn Aschenbach von der Partei Die Partei auf die Idee, den Oberbürgermeister zu verklagen. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, lieber Martin Schulte-Wissermann. Ich wünsche viel Erfolg bei der Klage.